Themen große Vorbilder. Einen Applaus nochmal. Raphael Witz. Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle haben jemanden, der uns motiviert, unsere Ziele erreichen zu wollen und sowohl bis zum körperlichen als auch zum geistigen Limit dafür zu arbeiten. Diese Menschen bezeichnen wir als unsere Vorbilder oder manchmal auch als unsere Helden. Sie sind unsere Vorbilder, weil sie sich für ihre Überzeugung mit ihrem ganzen Handeln und Denken einsetzen bzw. eingesetzt haben. Ich spreche von den Menschen, die sich in ihrem Leben ohne Angst und Furcht bis zu ihrem letzten Atemzug für Freiheit, Gleichberechtigung und Frieden eingesetzt haben. Viele mussten dafür mit ihrem Leben oder mit Gefängnisstrafen bezahlen. Und das, weil sie niemals aufgaben. Sie wollten etwas für die Menschheit tun, und zwar etwas Großes. Sie erkannten, dass etwas auf dieser Welt verändert werden muss. Und sie wollten diese Veränderungen selbst durchführen. Angefangen beim großen Revolutionär Martin Luther King. Martin Luther King zählte zu den bedeutendsten Vertretern des Kampfes gegen soziale Unterdrückung und Rassismus. Durch seine Massenbewegung Civil Rights Movement erreichte er nach langen Kämpfen, dass in den USA die Rassentrennung gesetzlich aufgehoben und das uneingeschränkte Wahlrecht für die farbige Bevölkerung eingeführt wurde. Er setzte sich mit vollem Ehrgeiz für soziale Gerechtigkeit in Amerika ein und erhielt dadurch im Jahre 1964 den Friedensnobelpreis. Aber dafür musste er, für seinen Kampfgeist musste er mit seinem Leben bezahlen. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King in einem Attentat ermordet. In unseren Köpfen bleibt er stets durch seine weltberühmte Rede »I have a dream«. Martin Luther King war ein großes Vorbild für die Menschheit und er wird es auch immer bleiben. Genau wie ein anderer großer Mann, Mohandas Karamchand Gandhi, auch bekannt unter Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi war in vielerlei Weise bekannt. Rechtsanwalt, Widerstandskämpfer, Revolutionär, Publizist. In seinem Leben erreichte er sehr viel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte er sich für die Rassentrennung und Gleichberechtigung der Inder in Südafrika und Indien ein. Er forderte die Menschenrechte für Unberührbare und Frauen. Er trat für die Versöhnung zwischen Hindus und Muslime ein. Und er kämpfte gegen die Regierung für ein neues Wirtschaftssystem. Seine Unabhängigkeitsbewegung führte mit gewaltfreiem Widerstand und Hungerstreiks das Ende der britischen Kolonialherrschaft ein. Gandhi musste durch sein Streben nach Gerechtigkeit insgesamt 8 Jahre mit Gefängnisstrafen in Südafrika und Indien verbringen. Um den langen Krieg zwischen Hindus und Moslems zu beenden, führte er einen konsequenten Hungerstreik durch. Gandhi war für die beiden Völker ein wichtiger Mann und sie konnten kaum akzeptieren, dass er wegen ihnen sein Leben riskiert. So konnte Mahatma Gandhi das Ende des Krieges bewirken. Auf diesem Ereignis basiert sein wohl bekanntestes Zitat: Es gibt keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden ist der Weg. So wie viele andere Gerechtigkeitskämpfer und Revolutionäre fiel Gandhi einem Attentat tödlich zum Opfer. Er kämpfte so hart und gab niemals auf, aber musste letztendlich auch mit seinem Leben dafür bezahlen. So wie Nelson Mandela. Nelson Mandela galt ebenso wie Gandhi und Martin Luther King
als herausragender Vertreter im Freiheitskampf gegen Rassentrennung und Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Er war der wichtigste Wegbereiter des Übergangs von der Apartheid zu einem demokratischen Staatswesen in Südafrika. 1983 erhielt er den Friedensnobelpreis. Bereits zu Lebzeiten wurde er für viele Menschen weltweit zum politischen und moralischen Vorbild. Er verbrachte über 20 Jahre seines Lebens, weil er gegen die Apartheid-Regierung ankämpfte und einer der Hauptvertreter des African National Congress war, welcher aggressiv gegen die südafrikanische Regierung vorging. Als er freikam, wurde er zum ersten farbigen Präsidenten Südafrikas gewählt. Am 5. Dezember 2013 starb Mandela an den Folgen einer Lungenentzündung und blieb als großer Nationalheld in den Gedanken der ganzen Welt und vor allem Südafrikas zurück. Als er das Amt des Präsidenten von Südafrikas antrat, sprach er Worte, die noch heute viele Menschen sehr beeindrucken. Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von mir zu glauben, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin. Aber genau darum geht es. Warum solltest du es nicht sein? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Sie alle sind heute große Vorbilder der Menschheit. Sie haben Großes geleistet, weil sie sich nie aufhalten haben lassen, egal wer oder was sich gegen sie gestellt hat. Egal wie viel Leid und Kummer sie ertragen mussten. Egal welche Schmerzen ihnen zugefügt wurden. Sie hatten immer nur ein Ziel vor Augen. Gerechtigkeit. Vielen Dank.